Das sieht total kaputt aus. Ja, heute beginnt die Fashion Week. Wir wollten heute ein bisschen raus mit meiner Mutter in die Arkaden. Mir geht's irgendwie nicht gut. Ich fühle mich so bedrängt und ich brauche ein bisschen Auszeit für mich. Und ja, mal schauen. Wir wollten heute raus. Natürlich kommt jeder mit. Aber vorher muss ich die Wohnung aufräumen, auf Vordermann bringen und dann diese Visage in Ordnung bringen. Ich sehe so kaputt aus. Ich bin auch kaputt. Also ich weiß nicht, was ich habe, aber kennt ihr das, wenn ihr euch so bedrängt fühlt? Naja. Lina ist da am Spielen. Und ja, ist hier das Abgespielte. Seitdem dann mal schauen, was so ansteht. Wir müssen noch ein paar Sachen ausdrucken mit Ordnern und irgendwo hinschicken. Ach. Naja. Aber sonst geht es uns ganz gut. Wir wollten ja die Tage auch einkaufen gehen mit Audit. Vielleicht machen wir heute schon einen Teil. Mal schauen. Aber kennt ihr das? Ihr seid einfach so bedrängt. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, wenn wir shoppen gehen, geht es mir viel besser. Mal schauen. Girl, you should wear a name tag. Girl, you should wear a name tag. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body, you're so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. I guess it's history now and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, 'cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag, 'cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag, that's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag, it's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. So ihr Lieben, ich fühle mich schon viel, viel frischer. Ja, ich habe mich jetzt ein bisschen fertig gemacht, aber das ist jetzt auch wach. Lina ist wach. Sie hat jetzt den Mittagsschlaf gemacht. Wir wollten jetzt in die Arkaden. Erstmal mit Audit. Ich habe euch ja gesagt, ich muss ein paar Sachen erledigen. Ja, genau. Oh, sonst gibt es nichts Neues. Ihr wisst, ich stehe wieder an meinem Platz. Und will wieder zwei Shops vorstellen auf Instagram. Und zwar das erste geht, glaube ich, eher an die jüngeren Mütter. Die Älteren werden sich jetzt sagen, wofür braucht man das? Aber ich finde das voll schön. Obwohl, wir haben auch jüngere Zuschauer, ne? Einmal diese schönen zwei Bilder. Einmal so eine Chanel-Flasche. Ein Lippenstift von Chanel. Und einmal ein Groß. Das kommt ins Schlafzimmer. Aber nicht jetzt. Erst wenn ich wenn wir in der neuen Wohnung sind. Die Seite heißt Wanddesign. Dual Listen. 3D-Rahmen
nur für 15 Euro inklusive Rahmen. Wunschtext 10 Euro inklusive Rahmen. Man kann ja auch 3D-Bilder machen, zum Beispiel das. Das erkennt man jetzt nicht so gut, glaube ich. Das ist ein Herz. Ich kann es jetzt nicht so beschreiben. Und dann noch ein Shop, wenn ihr Gastgeschenke sucht. Sie hat mir jetzt von jedem 2 Paare geschickt. Ich kann sehr wahrscheinlich nichts damit anfangen, aber ich wollte euch den Shop vorstellen, weil es, kennt ihr diese, wenn ihr in der Türkei seid und Gastgeschenke sucht, es gibt immer dieses Standard. Aber das, was ich jetzt hier habe, habe ich noch nie gesehen, ehrlich noch nie gesehen. Wir waren ja letztes Jahr in der Türkei und da haben wir auch was für Lina gesucht, aber das, was wir hier haben, habe ich noch nie gesehen in der Türkei. Da haben wir einmal, also ich habe jetzt von jedem 2, ich zeige jetzt immer nur 1. Einmal diese Fahrräder, ich finde das voll schön als Deko, das ist für die Hochzeit sehr wahrscheinlich dann. Und hier sind dann diese süßen Perlen drin, die man auch essen kann. Lina hat schon eins aufgemacht und gegessen. Kinder halt, ne? Noch. So, dann haben wir einmal das. Das ist auch, ich denke mal, für Standesamttermin oder so. Ich muss das schon ein bisschen höher stellen. Und hier sind dann auch nochmal diese Süßigkeiten drin. Auch für den Standesamt, das finde ich auch total süß. Das habe ich auch noch nie gesehen in der Türkei. Das kann man hier aufmachen. Oh, scheiße. Fail. Einmal Step by Step, Step by Step. So. Das könnt ihr aufmachen und dann sind da auch nochmal Süßigkeiten drinnen. Dann, mein Highlight, Leute, ist dieser Spiegel hier. Der ist bestimmt für einen Henna-Abend oder so. Der ist so schön, der ist so gold. Ihr seht euch selber drin. Hi! Und hier sind dann auch nochmal Süßigkeiten. Davon haben wir 2. Ich finde das so schön. Perfekt für die Handtasche auch, ne? Und dann denke ich mal, dass es, wenn die um die Hand halt anhalten kommen, hier ist dann Kaffee drinnen. Auch total süß gemacht. Ich zeige euch jetzt alles das, was ich da habe. Und dann haben wir nochmal hier Duftsteine mit Babyfüßchen. Das riecht total nach Zimt. Ja, genau. Ja, also das Karton hat auch total danach gerochen und das, oh, das ist so schön. Das sind so schöne Sachen. Ich glaube, das ist das letzte, genau. Und das ist dann, also das war jetzt fürs Baby, ne? Und das ist auch fürs Baby. Hier ist dann so ein Schnuller dran. So ein Schnulli. Ding, ding, ding. Seht ihr das? Ja, jetzt sieht man es. Und dann so schöne. Und das kann man dann auch aufmachen. Und hier sind dann auch Süßigkeiten drin. Genau, das sind Mandeln umhüllt mit Zuckerguss, glaube ich. Genau, das war es auch. Das, was wir für Lina geholt hatten zur Geburt, war ja das hier. Also ich finde ja sowas oder sowas, nee, sowas jetzt würde ich jetzt auch nicht holen, aber das hier finde ich total schön. So als Deko, oder? Genau, also mein Highlight sind die, ich finde die total schön. Das finde ich auch total schön. Das sieht so elegant aus. Vor allem, das finde ich auch so schön. Alles schön. Also wenn ihr jemanden kennt, der bald heiratet und auf der Suche nach Gastgeschenken ist, dann könnt ihr auf jeden Fall die Seite, kann ich euch empfehlen. Genau, und die Seite werde ich euch auch unten in der Infobox verlinken. Ich finde, das sieht so schön aus. Das sieht so edel aus einfach. Genau. Das kommt in mein zukünftiges, alleiniges Schlafzimmer. Hoffentlich. Wenn wir eine Wohnung bald finden. Hoffentlich. Genau, das wollte ich euch zeigen. Vielleicht packe ich auch ein paar Gastgeschenke in die nächste Verlosung mit rein. Weil das ist ja viel zu viel auch für mich, ne? Genau. Ja, auf jeden Fall wollte ich euch das zeigen. Ihr wisst, momentan bin ich so auf dem Trip, Instagram-Seiten zu pushen ein bisschen, soweit es geht, soweit ich kann mit meiner Reichweite. Und ich mache das liebend gerne, weil ihr seht, wie viel Arbeit da drin steckt. Und wenn ich dann sehe, so eine Seite hat nur 200, 300 Zuschauer, dann bin ich natürlich froh, wenn einige von uns darüber hüpfen. Wisst ihr, wie ich meine? Und da ich weiß, dass einige von euch auch Instagram haben, sogar viele, ich habe mehr Instagram-Follower auf Instagram-Follower als wie YouTube-Follower. Deswegen dachte ich mir, komm, machst du das. Achso, und hier war noch ein Zettel, voll vergessen. Und zwar zu den Gastgeschenken. Hallo Emmel, auf diesem Weg nochmal danke für die Unterstützung. Wir hoffen, dir gefallen unsere Arbeiten. Manches haben wir einzeln verpackt. Das stimmt, es war alles einzeln, also es war sehr vieles einzeln verpackt, weil die können ja auch schnell brechen. Dir und deiner Familie einen schönen Tag, Sibel.
Also ich bedanke mich nochmal bei dir, Sibel, und ja, ich habe die jetzt hier reingetan. Erstmal. Was ist das? Gel? Da. Geh, schmier das ab. Hatte. Sippisch. Genau. Ihr wisst, diese Karten bewahre ich immer auf. Ich habe hier schon total viele. Hier ist auch eine. Hier ist auch eine. Hier sind sogar mehrere drin, glaube ich. Nee, eins. Genau. Und solche Karten bewahre ich immer auf. So, jetzt muss ich aber die Papiere vorbereiten, was ich alles mitnehmen muss. Weil das ist sehr wichtig. Das muss jetzt raus. USB-Stick habe ich. So, mal gucken, ob wir auch heute shoppen. Aber ich denke schon, dass wir einiges holen werden. Das Video lädt übrigens hoch. Und dauert noch, das dauert 1 Stunde und 41 Minuten. Das ist doof. So, mein USB-Stick habe ich hier. Und den Rest mache ich bei der Post. Schatz, wir haben 23 Grad. Was soll ich Ihnen anziehen? Warte mal, ja. Nina, Nina. Übrigens hat ihr bei der Verlosung mitgemacht. Das ist immer noch hier. So, was soll ich jetzt machen? Nina, was möchtest du anziehen an der Jumbre gelbe? Ich glaube, ich ziehe einfach eine Hose mit einem Ding ins Ohr. Das T-Shirt kann ja bleiben. Du stinkst nach Guba, aber ja. Wo ist meine Unterhemd? Barbara, wo ist mein Unterhemd? Er ist im Schrank. Also, das T-Shirt kann ja bleiben, ne? Dann zieh ich nur eine lange Hose an, Strumpfhose. Mausi. Die stinkt nach Kacke, oder? Ja. Schatz, wie redest du über Lina? Guck mal, riech. Mama, die riecht nur ein bisschen nach Schwitze. Ne? Sag doch, ich bin am Schwitzen, das ist normal, ne? Hat die nicht gekackt? Nein. Die hat gepupst. Doch, die hat gekackt. Niemals. Doch. So, ihr Lieben, wir waren jetzt bei der Bank. Und jetzt fahren wir in die AK. Ich könnte keine Arkaden mehr sehen, echt. Ich schwöre. Jeden Tag Arkaden, Arkaden. Ja, aber letztes Mal waren wir nicht so lange spazieren. Oder? Und außerdem ist es auch gut für Lina, weißt du? Da ist es geschlossen. Dann kann sie laufen. Und wir haben noch Chips. Sie kann, wie heißt das? Auf diese Geräte drauf. Sie hat gerade Gurken bekommen, Mini-Gurken. Das ist sie gerade. Ordnung haben, sind heute überall, ja. Um 7 Uhr morgen kriegst du Strafzettel. Die haben um 7:30 Uhr bei uns geklingelt, als ob die Polizei an der Tür steht. Ihr Auto steht am Halteverbot. Ich schwöre, gestern dieser Schild war nicht da. Aber ich habe gar nicht geguckt. Um 7:30 Uhr. Dann hat sie geklingelt und dann geht auch der nach unten. Ah, ich habe nur gesehen, dass der irgendeinen Strafzettel zerknüllt und weggeschmissen hat. Idioten, Wallah. Hey! Wie viel ist das? 25 Euro? Die isst 3 Stück auf einmal. Schatz, was hast du ja. Auch noch hier in Köln. Das Wetter ist so schön, Leute. Wir haben 23 Grad. Ich glaube, das ist das letzte Mal jetzt, dass das Wetter so schön ist. Und danach. Tschüss! Darf man hier nicht langfahren? Natürlich. Okay. I like the movie good. Und dieses auch hier Deutschland? Er hat sich jetzt 4-mal bedankt. Ah, dein Lieblingsauto fährt vorbei. Wie heißen die?
Ich weiß selber nicht. Ach, scheiße. Das von Fast and Furious, ne? Das auch. So, jetzt sind wir da. Ey, hast du dieses Parkticket noch? Lala, hast du noch? Lass mal gleich gucken. Wir haben letztens ein Parkticket gezogen, aber die Schranke ist nicht hochgegangen. Und jetzt haben wir diesen Parkticket noch. Ich will jetzt mal gucken, wie viel da drauf ist. Denk mal, der sagt jetzt hier, sie haben 1000 Euro gewonnen. Ist ja klar, 1000 Euro, so viel Glück. Glück bei uns ist minus null. Wir sind wenigstens mit 1000 Euro zufrieden. Die anderen werden sagen, denk mal, wir haben 1 Million gewonnen. Ich zeig euch jetzt mal, was da drauf stehen wird. Wie lange ist das her? 3 Wochen? Was? Dass wir das gezogen haben? Nein, das ist schon jetzt storniert. Die sind doch nicht behindert. Meinst du? Ja. Egal, wir gucken mal. Ich bin voll gespannt. Ja, du kannst hier irgendwo parken eigentlich, Schatz. Wollte ich auch, aber Madame muss erstmal Parkplatz finden. Ah, weiter. Ah, hier. Ist das Behindertenparkplatz? Nein. Von mir aus soll Idiotenparkplatz sein. Ich will parken. Ich schwöre, ich guck jetzt, wir sind direkt am Automaten, Leute. Ich zeig euch das jetzt. Also, ich weiß nicht. Meinst du es auf null? Glaube ich nicht. Klar. Ja. Nein. Doch. Schatz, glaube ich. Okay, jetzt. Das wird auf null gesetzt, wenn du das reinsteckst. So, Leute, wir müssen jetzt zusammen, okay? Moment. Schraub euch mal hier dran. Oh, der wollte übrigens für Lina gestern so einen elektrischen Auto kaufen. Die verkaufen sowas, ne, bei eBay. Ich hab geguckt. Aber war noch unnötig. Hier dein Zigaretten. Schatz, sowas tut man nicht hier hin. Da ist doch nichts so. Ja, woher sollen die Leute das wissen? Von mir aus soll das Fenster kaputt machen. So Leute, jetzt gucken wir mal zusammen, okay? Gib. Warte, Lina. Oh, jetzt gucken wir zusammen. Ciao, 13 Tage, 17. Geil! Apropos, kriege ich das jetzt zurück? Also 10 Euro. Ist eigentlich billig. Ich schwöre, es ist billig. Aber da musst, musst du sagen, wir mal täglich 10 Euro zahlen. Das ist viel. Das sind wie viel? Das sind 310 Euro im Monat. Für ein Parkhaus. Lina, schmeckt's dir? Guck mal. Ja. Hier. Einmal, zwei, drei. Leute, wo sind nur die anderen? 50 Cent. Kinderwagen nehmen wir noch, ne? Sollen wir? Sie wird eh nicht drin sitzen. Außer wir holen ihr was zu essen. So, dann trägst du sie? Walla, nein. Also Kinderwagen. Nee, Schatz, pass auf. So Leute, also den Kinderwagen nehmen wir dann mal mit. So Leute, wir sitzen jetzt im Auto, meine Mutter hat getaut und ja, Lina sitzt hier. Oh, man sieht sie nicht, ihr Kinderwagen ist nämlich hier vor mir. Das ist total gefährlich, ich weiß, aber wir müssen jetzt keine lange Strecke fahren. Deswegen ist es okay. Genau. Und im Kofferraum ist auch kein Platz gewesen. Und die Polizei hat letztens auch nichts gesagt, als sie uns gesehen haben. So. Genau. Haken sitzt da vorne. Wie geht's? Wie steht's? Alles gut? Ja. Wie läuft die Schule? Ganz gut. Bist du zufrieden? Ja. Und sonst so? Spaß. Ah, oh Mann. Wenn Mama uns jetzt sieht, ne? Gibt uns eine Kopfnuss. Ah, die kommt. Also Leute, meine Mutter mag es nicht, wenn ich hier die ganze Zeit über alles erzähle. Naja, bis gleich. So, ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Wir haben voll spät. Wir haben 10.20 Uhr. Wir sind vor 5 Minuten reingekommen. Hakan ist übrigens auch hier. Der schläft heute bei uns, weil ich wollte morgen bei Mama schlafen. Hakan muss für die Schule lernen. Ich war kurz beim DM. Ich habe eine Michael Kors Jacke gefunden. Ich will mir die morgen vielleicht kaufen. Wir gehen morgen mit Audel nochmal zusammen gucken. Der meinte zwar, kauf die,
Die hat jetzt 100 Euro gekostet, aber die ist so geil, Leute. Die hält unnormal warm. Jetzt muss ich nur noch fokussieren. So. Ich hoffe, das ist nah genug. Ja, auf jeden Fall. Die Jacke ist sehr, sehr schön, hält auch sehr warm. Aber mal schauen. Ihr kennt doch Frauen. 100 Euro, obwohl, ne, für eine Michael Kors ist das sehr günstig. Aber ich dachte mir, warum soll ich für eine kurze Michael Kors Jacke 100 zahlen, wenn ich eine Jacke, die mich richtig warm hält, auch 100 Euro zahlen kann, oder? Ja, auf jeden Fall habe ich meine Wimpernschnitt nachgekauft. Dann habe ich hier von Trended Up einen neuen Intense Color Last Lip Stylo gekauft. Das ist ja von der DM Eigenmarke und der ist wohl neu. Ich mache das mal kurz auf. Also ich habe den eben geswatcht, der sieht so aus. Aber ich swatch den jetzt nochmal. Obwohl, ich kann die auch auf die Lippen auftragen, aber wie war, also ich will gerade Shisha rauchen. Dann mache ich das lieber nicht auf die Lippen. Ich swatch euch das mal wieder. Also, das sieht so aus. Und geswatcht sieht der so aus. Ich weiß nicht, ob ich schon so eine Farbe habe, aber ich dachte, warum nicht. Dann hat Order sich... Dann hat Order sich von Hugo Boss... Er konnte nicht widerstehen, er hat sich dieses Deo gekauft. Kostet 20 Euro, arschteuer. Aber das riecht unnormal gut, Leute. Jetzt mal riechen. Das riecht unnormal gut. Aber auf 20 Euro für ein Deo würde ich niemals zahlen. Never ever. Ich zahle nicht mal 100 Euro für eine Jacke. Ohne die Einverständnis von Audel. Also Audel meinte wirklich, kauft ihr die Jacke und... Naja. Auf jeden Fall habe ich für Lina dann noch so einen Kinderbadespaß mitgenommen. Schatzsucher. Den habe ich letztens bei Saskia gesehen. Mit Überraschung zum Sammeln. Also hier ist einer von 6 Figuren drin. Und ja, damit wird sie bestimmt Spaß haben. Dann hat Lina für sich dieses Dusch- und Shampoo gesucht. Von Sauber mit Erdbeergeschmack. Sie hat die ganze Zeit dran gerochen. Die ganze Zeit, während wir im Laden waren, hat sie dran gerochen. Und dann, das ist wohl neu, Fingerpuppe zum Wo ist denn hier eine Fingerpuppe? Da drin oder was? Verstehe ich jetzt nicht. Ich glaube, da drin ist eine Fingerpuppe. Neue Fingerpuppe zum Achso, nee. Wenn ich das hier abschneide, ist das eine Fingerpuppe. Ist das euer Ernst, Leute? Als ob ich sowas als Fingerpuppe verwende. Scheiße, Mama. Ja. Ich habe Geld. Ich will am Haar kein Telefon und Sender bleiben. Ich absolut nicht dir. Wenn der Haar kann, dann muss man nie das Bosch nach Schäher, Alter. Kassakad, ne? Alter, mit Götchen, Alter. Zaten biz Auder'den Akadına gideceğiz Hakan'la beraber, Auder ben. Furkan da gelsin. Sığar mıyız arabaya? Biraz zor sığarız gerçekten. Geçen de öyle yaptık. Önüne koydum ben Nina'nın arabasını. Ja, ich wusste ja nicht, dass er sein Handy bei dir gelassen hat. Toll. So, und dann habe ich noch von TTZ Schaumbad mein Einhorn mitgenommen. Das ist wohl neu. Den habe ich aber noch nie vorher gesehen. Also, ja, ist auch neu, ne? Mehr haben wir nicht gekauft. Und Lina hat noch hier Krabbenchips bekommen. Sie liebt das sehr. Mehr auch nicht. Jetzt stelle ich den Kinderwagen raus. Mach die Kohle an. Ich muss noch kochen, Leute. Wir haben 10:30. Aber ich habe Hähnchen rausgeholt und in Wasser reingetan. Das heißt, das muss jetzt... Also mit der Tüte ins Wasser reingetan. Das heißt, damit muss ich jetzt was machen. Tja. Wir haben draußen Chinesisch gegessen, deswegen... Ist kacke gelaufen, ne?
So, ihr Lieben, wie man sieht, ist der total kaputt aus. Ich bin müde, Hakan schläft und ich würde sagen, gute Nacht und bis übermorgen.